Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Satisfactory zusammen mit MG. Guten Tag. Und ich bin hier gerade am Dings anschließen. Sammeln wir dafür schon mal die ersten Eisenplatten, die hier gerade fertiggestellt werden. Damit wir ein bisschen mehr anschließen können. Ein bisschen mehr ist gut gesagt, ne? Ja, am besten alles natürlich. Wo habe ich denn jetzt die Platte hingestellt? Ja, da wollte ich sie haben. Man kann halt auf 300.000 Kilometer Entfernung kann man bauen. Fluch und Segen zugleich, ne? No! Ja. Manchmal denkt man sich, oh, jetzt auf 3000 Kilometer bauen. Andern Tags denkt man an sich, oh, warum baut der so Kacke? Ja, genau. Da ist ja auch immer das Spiel schuld, ne? Ja, normal. Selber ist man doch nie schuld. Egal bei was. Gibt's halt echt nicht. So, dich schließe ich da an. Dich da. Den habe ich angeschlossen, den Da. da. So. Dann haben wir das schon mal. So, an sich sind jetzt alle Konstruktoren zumindest schon mal angeschlossen. Jetzt kommt wieder eine Lagerkiste, ne? Okay. Puh. Naja, alle die erstmal weglagern, ne? Weil jetzt wird ja schon gut produziert, ne? Ja, das ist halt ne. Ah, warte. Dann kann ich ja unten aus der Lagerkiste schon mal ein bisschen was rausholen. Dass wir dann wiederum in diese richtigen Lagerkisten packen können. Oh, das kannst du machen. Weil dann muss das nicht unnötig volllaufen, wenn wir sie nicht brauchen. Na. Muss ich einfach mal sagen. Ich bin ja gespannt, wann ich das erste Mal hier runterspringe und sterbe. Morgen. Morgen? Geil. Also schaltet auch morgen ein, wenn ihr sehen wollt, wie ich sterbe. Warum ist meine Schwester jetzt gegangen? Einfach so. So habe ich schon wieder Eisenerz in der Tasche. Die Fragen des Lebens. Eieiei. Ich So. weiß halt, dass meine Schwester eine Freundin am Bahnhof abholen will. Ja. Aber die kommt erst um 17 Uhr oder so. Dann muss ich neue Klamotten holen, um ihre Freundin gebührend zu empfangen. Ist jetzt so eine Theorie von mir. Ob die stimmt, kann ja auch an den Haaren herbeigezogen sein. Vielleicht geht's auch zum Friseur. Das könnte auch sein. Wo du gerade bei Haare bist. Ach so, ja. So ungefähr. So, wo sind Eisenplatten? Wo kommen Eisenplatten rein? Hier ganz hinten. In die letzten fünf. Wie schon stehen? Ja, bis auf eine. Einer ist Eisenstangen davon. Ah, dann packe ich die in die letzte schon mal rein. Aber wir müssen ja nichts produzieren, was wir ja eigentlich schon haben, ne? Ja. Eieiei. So, dann habe ich den Stahl schon mal in die Grundlage schon mal gesetzt. Das Schlimme ist, hier müssen immer zwei Fließbänder rein. Huch, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Beim Stahl, meinst du? Wie wir wohl in die Breite gehen werden irgendwann. Ja, wenn noch mehr so Grunddinger kommen, die wir mal von Grund auf bauen müssen. Das nächste ist ja dann Kunststoff, ne? Kann sein. Was ja dann in die Breite geht. Aber davon haben wir ja noch gar nichts gebaut, kunststofftechnisch. Aber für das brauchen wir ja auch erstmal Öl. Warum habe ich hier einen Container vergessen? Weiß ich nicht, weil du einen vergessen wolltest. Ey, was ist denn mit euch los, ihr Schrägen? Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich nachgucken wollte. Was denn? Ob nicht sogar schon
im Space Elevator die nächsten Dinger drin sind. So, weil wir eine Woche nicht gespielt haben. Ne? Ja, könnten ja Updates gekommen sein. So, dann machen wir hier So. mal ein Stück breiter. Für die Anlieferung mal wieder. Ich würde sagen, die Produktion läuft jetzt schon mal auf Hochtouren. Wenn man schon wieder Kacke baut. Also die Eisenproduktion. Da geht jetzt auch schon alles in die Kisten. Es ist ja super. Und die Kisten werden gleich voll sein, wenn wir nicht direkt das weiterverarbeiten. Ist ja egal, weil so kann man ja selber nochmal reingreifen und vielleicht per Hand irgendwas holen. So, was brauchen wir relativ häufig? Schrauben. Schrauben und verstärkte Eisenplatten, oder? Ja, aber für die braucht man ja auch schon Schrauben. Na. Also deswegen würde ich sagen Schrauben. Also ich würde sagen, wir bauen zwei Schraubensachen. Nur? Meinst du drei? Ich wäre fast für vier. Wie viel? Sieben Rohre haben wir. Vier ist fast ein bisschen überdimensioniert, oder? Ah, drei passt, glaube ich, noch. Ja, aber für was braucht man sonst die Stangen? Die Stangen? Also, die Stangen allein, ja. Zum Bauen zum Beispiel, Fördermast und so. Gut. Und ich glaube auch für irgendwas, warte, ich guck mal im Konstruktor rein. Ich glaube für die Rahmen. Oder wie die heißen. Ja, das kann sein, Rahmen und so. Ja, für die modularen Rahmen. So, ich bin hier mal am Space Elevator. Ich guck mal kurz nach. Nee, ist immer noch noch nicht verfügbar. Ja, das kommt, ne? Ja, hätte ja sein können, in Gottes Namen. Dann hätte man. Okay. Wüsste man schon, auf was das wir wirklich hinbauen. Aber so wie das aussieht, wollen wir nicht nur die Welt versorgen, sondern 20 andere auch noch. Wir müssen ja auch für die anderen mitspielen, ne? Die das nicht so gewissenhaft machen wie wir. Ich glaube, fast jeder hat so den inneren Monk in sich, der wie das spielt. Ja, das stimmt voll. Weil das ist so ein typisches Spiel, da musst du übertreiben. Das ist wie Factorio, da musst du einfach. Ach, ich brauche ja Beton. Gibt ja Österreicher, ne? Und viele von denen sagen nicht Beton, sondern Beton. Beton? Die betonen das anders. Ja. Auch Karton. Also Alter. Anstatt Karton. Alter. Karton. Habe ich schon so oft gehört. Falls ihr Österreicher sagt, seid, Freunde, wie sprecht ihr das aus? Haut mal raus. Ohne Witz, jetzt lebe ich eigentlich relativ nah an Österreich dran, aber das habe ich auch noch nicht gehört. Ohne Witz. Ah, heute ist Pokémon Community Day. Deswegen ist meine Schwester los. Musst du aufpassen, nicht, dass sie Rufus trifft. Ah, ist unwahrscheinlich. Sagen wir es so. Na, weiß man's. Ja. Der Junge tut alles, um an dich ranzukommen. Wahrscheinlich, ja. Ist eigentlich immer noch geblockt. Fun Fact, ich habe ihn ja dann entblockt, um ihn zu antworten. Ja. Dann habe ich ihm geantwortet und seitdem kam nie wieder was von ihm. Obwohl er nicht geblockt ist wieder. Achso, okay. Mal gespannt, ob da nochmal was kommt. Dieser User ist für Sie uninteressant. Der wird, glaube ich, wirklich meinen, dass er geblockt ist. Als ob der nicht alle 5 Sekunden nachguckt. Nee. Glaube ich aber für dich mit. Hä? Glaube ich aber für dich mit. Wieso glaubst du für mich mit, wenn du nicht dran glaubst? Hä? Verwirr mich nicht. Ich glaube ja, dass er alle 5 Sekunden nachguckt. Also. So, Logistik, Förderbänder.
Er will was fördern. Ah, da hat irgendwer Schrauben bestellt. Achso, ja. Da dachte ich, kümmere mich mal drum. Energy. Stromleitung. Jesus sprach, es werde Licht, der Sohn, und es war halt Licht. 100 sanft glühende Watts davon. Fühl mir da jetzt einfach mal spontanerweise ein. Ja. Weißt du, was mich gerade hart triggert? Was? Es gibt so eine Schräge. Mhm. Aber wieso gibt's keine Schräge mit einer Schräge, dass man, wenn man zwei Schrägen, die aneinander laufen, zumachen kann? Weiß es nicht. Es triggert mich gerade echt hart. So, Schrauben haben wir gesagt, ne? Nee, war man braucht. Der Strom kurz aus? Nee, das. Du Junge, das geht nicht. Was geht nicht? Okay. Ja. Okay. Wir haben 400 Megawatt. Sie dürfen raten. Nee, du schaust eh in dem Mast nach. Wir haben 230 Megawatt Verbrauch gerade. 249 war kurz. Bin auch gerade reingegangen in den Mast. Das ist doch echt krank, oder? Und wir sind nicht annähernd fertig, ne? Das ist das Nächste. Und das Schlimme ist, wir bräuchten da noch ein Kohlefeld. Wo war dann das nächste Kohlefeld? Ich pinge mal. Ich pinge auch gerade. Also da hinten unseres wurde jetzt gefunden. Die zwei da hinten, ja. Die haben wir. Ah, da, 800 in die Richtung. Haben wir das auch schon? Ah, bei mir in der Richtung, da, so nördlich. 1100 oder so. Ja, ja, 1128. Und östlich 800, haben wir das schon? Östlich? Ja, das haben wir. Das ist das zweite, das wir mal gemacht haben. Haben wir das schon? Ja, ja, das. Ach so, ich, stimmt, das haben wir auch. Oh, wohlgemerkt, ich sehe von hier aus die vier Tür, Schornsteine mit den Produktionen. Sehe ich. Echt? Von hier aus, ja, ja. Wo stehst denn du? Hier hinten? Ich sehe dich nicht mal auf der Karte. Beim Kupfer. Ah, vom Kupfer, ja, ich sehe es von hier auch. Ja, ich. Wie die Rauchschwan. Ping nochmal. Ping. Wie die Rauchschwan. Da ist, wo ich hingucke. Ich glaube ja. Man sieht halt so vier Rauchwolken hochgehen. Ich zumindest. Fun Fact, ich sehe da keine Rauchwolken, aber das ist genau die Richtung. Ich sehe nur die Schornsteine. Ja gut, kann ja sein. Hat auch gerade so gerendert. Wenn ich einen Schritt zurückgehe, dann ist das eine Ding nicht mehr gerendert, dann das andere. Ja, gut. Hast du die perfekte Entfernung gefunden? Ja, ich habe ja aber auch auf Low oder so und du hast, ne? Ja gut, ich habe auf Ultra, ne? Ultra lügt ja nicht. Was schafft eine Dreier Fließband an Dingenskirchen? 270. Also dürfte normalerweise zwei Förderer schaffen, Eisenerz. Ja, dürfte funktionieren. Mach ihm Förderband Fusionator. Kam mir auch gerade in den Sinn. Warum baue ich hier eigentlich noch die? Kann ich hier nicht schon Mods? Ah, okay, ich weiß, warum ich die baue. Aha, ich brauche die Zweier. Ich denke gerade, kann ich hier nicht schon Mod 2 und dann habe ich gesehen, was Mod 2 kostet. Was willst du Mod 2 bauen? Lager. Wäre ganz praktisch gewesen, habe ich mir so gedacht. Ich habe eins aufgestellt, so ist ja nicht. Ja, eins. Ja, besser als gar keins. Ach, ich habe hier auf Eisenstangen gedrückt. Ich wundere mich, warum mir nichts passiert, ey. So, ich brauche verstärkte Eisenplatten. So, dreimal schrauben, ich ihn mache. Ist ja gut. So, hier klaue ich erstmal die Fließbänder weg. Eigentlich sollte ich die Maschinen hier wegklauen. Weil die haben verstärkte Eisenplatten mit drin. Die ich gerade mal brauche. Oh, hier bleiben Kisten liegen. Das ist aber doof. Dann ist dein Inventar wohl voll. Oh, leider ja. Die brauche ich. Ich nehme mir erstmal nur die verstärkten Eisenplatten aus den Kisten raus, aus den zwei. Ich habe halt so viel Müll schon wieder drin. So.
So. Ich habe auch Kupferbarren drin, man glaubt es nicht, ja. Da ist klar. Ach, die habe ich mir gerade reingezogen, bin ich doof. Rhetorische Frage, oder? Ja, natürlich. Ich weiß die Antwort. Oder ich kann sie mir denken. Bauen wir noch ein paar Sachen hinten ran, ne? Woran? Ups. Ja, hier so. Auf deiner Seite oder? Auf der hinteren Seite. Ach so, da hinten. Ja, mach ruhig. Tu dir keinen Zwang an. So, Förderbahnstufe 2 habe ich gesagt. Ah, jetzt wird 90 pro Minute Es wird angezeigt. Zeit für Jetpacks, ne? Eigentlich schon. Können wir eigentlich nicht schon wieder forschen? Weiß es gar nicht. So, Belt Stufe 3. Zu teuer. Aber kosten, ne? Was? Nicht der Jetpack. Nein, der Belt. Stahl. Das Schlimme ist, ich brauche Dreier Dinger mit Stahl und ja, um Stahl zu produzieren. Und das Schlimme ist, ich habe kaum noch Stahl auf Lager. Und die Stahlproduktion ist aus an sich bisher. Ah, hier sind 100 drin, perfekt. Die kann man doch mal nehmen. Kann man mal machen, ja. Wo habe ich das schon wieder gebaut? Oh, da hinten, ne? Hast du dich verbaut? Naja, einmal missklicken, weißt du, direkt. Direkt wird man hart bestraft vom Spiel. Erstmal dann finden, wo man das gebaut hat, ne? Ja. Meistens, wenn man merkt, holla, ich hab mich verbaut, ja, nicht irgendwie weiter die Maus bewegen. Wenn man es merkt, ist ja gut, ne? Ja, meistens so. So. Boden ist zu steil. Das glaube ich nicht, Tim. Wer ist Tim? Keine Ahnung. Kennst du noch, hör mal, wer da hämmert? Ja. Na, von da ist der Spruch. Du hier gebaut, ey. Was? Ich frag mich gerade, was du hier gebaut hast. Wo denn? Ah, hier mit dem Kupfer und so. Ach so. Nichts Besonderes. Wollten wir mal kurz neuen Beton holen. Ja, Du mit deinen Betonungen. diese Betonung sagt man auch so. Warum sagt man dann Beton nicht so? Keine Ahnung. Als schwachsinnig klingt. Ja. Warum steht hier überhaupt völlig im Nichts dieser Lagercontainer Mod 2? Ohne irgendeinen Anschluss, weißt Die habe ich hingestellt, du? Ja. weil ich Platz brauchte. Der macht nur keinen Sinn, ne? Mein Inventar voll ist, ist mein Inventar voll. Ich guck so, ich denke mir, hä, warum steht er da? Da hätte auch ein Einser völlig gereicht für die fünf Teile, die du da Ja, brauchst. ich dachte, da kommt noch mehr zusammen. Also, erstmal alles auf Stahlbarren stellen. So, ich habe ja. Da kommt hier nichts rein. Ach, Ich hab ja gehört. ich habe ihn nicht auf Kupfer gestellt. Da kann Geht ich ja nichts lang bei einem der warten. Dinger, oder was? Naja, ich denke mir so, wieso läuft hier nichts durch? Ja, blöderweise Eisenerz in der Tasche oder Kohle. Ich dachte, ich hatte noch einen Stack Eisenbarren. Naja. Schade. No Power? Wieso No Power? Wer hat no power? Der hier, den ich nicht angeschlossen habe. Erklärt einiges. Yep. Zum Beispiel, warum man no power hat. Hier werde ich zumindest Kohle drin los.
Und Eisenerz. Eisenerz kann ich ja auch reinwerfen. Perfekt. Die ersten 1500 Schrauben sind gleich fertig. Nice. So wenige gleich. Ah ja. So, Fließbandstufe 2. Hast du verstärkte Eisenplatten? Ja. Ach nee, ich kann mir die ja selber produzieren. Du hast ja hier irgendwo eine Werkbank hingestellt. Ja. Ah, da ist sie. Oh, ich kann mir 13 Stück bauen, perfekt. Wie viele brauchst du? Ein paar. Im Übrigen, wir sind schon... Mehr als 13 nicht. Wir sind im Übrigen schon wieder am Ende dieser Folge, würde ich schon mal sagen. Wieder. Ja, Freunde, wir haben schon wieder 20 ich würde Minuten. Sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei MG vorbei, also bei Gaming Ninjas. Bis dahin, haut rein. Ciao, Kakao mit V. Ciao!